Ja, ich wollte mal so ein paar Sachen ansprechen, die ich gerade in dieser Woche oder in der letzten Woche, was mir so aufgefallen ist. Eigentlich etwas sehr Positives, weil die Medien uns ja immer erzählen, dass wir, die anders denken, eigentlich in der Minderheit sind. Dass wir die wenigen sind und dass doch die ganze Bevölkerung eigentlich pro Regierung eingestellt ist, pro Mainstream eingestellt ist. Und ich habe einen Chart gesehen von den, das war jetzt glaube ich vom Spiegel gewesen, dass also die Verkaufszahlen extrem in den Keller gesunken sind, also über 200.000 Abonnenten, die es jetzt weniger sind beim Spiegel. Und es ist bei den anderen Mainstream-Medien sehr ähnlich. Das heißt also, die Glaubwürdigkeit der Mainstream-Medien hat also schon mal stark gelitten. Und das ist ja auch schon mal ein Zeichen dafür, dass die Menschen nicht mehr alles das glauben, was so in den Mainstream-Medien erzählt wird. Und dann gab es ein paar Umfragen in den letzten Tagen. Und zwar einmal die Frage, das wurde gestellt bei T-Online, glaube ich, war das? Öffentliche Umfrage, und zwar finden Sie es gut, dass die Bundeswehr sich verstärkt in der NATO einsetzt? Und da waren sage und schreibe, das letzte Mal, wo ich geschaut habe, ich glaube 70,4%, die gesagt haben, nein, wir möchten es nicht, dass Deutschland sich weiter oder noch verstärkt in der NATO einsetzt. Und das ist ja auch schon mal ein Zeichen, dass das nicht mehr passt, was die uns erzählen oder was sie uns weismachen wollen. Heute wollte ich noch mal gucken, wie der aktuelle Stand ist. Leider ließ sich die Seite bei T-Online heute nicht mehr öffnen. Vielleicht war sie einfach überladen, dass zu viele Leute darauf zugreifen wollten. Und vielleicht hat man die Seite auch zugemacht. Das kann durchaus sein, denn in der letzten Woche gab es auch eine Umfrage beim RBB, bei dem Verlag. Und habe ich auch ausgedruckt. Und die sah auch ähnlich aus. Und plötzlich war die Seite nicht mehr online gewesen. GEZ! Nee, es war nicht GEZ. Da ging es darum, sollte die Ukraine die Krim, das muss man mal sich zergehen lassen, Annexion anerkennen. Das war auch gestern bei Jauch auch Thema gewesen. Russland, Krim. Man hört nur, dass da von der Annexion gesprochen wird. Dass es aber da ein Referendum gab, dass die Menschen dort in freier Entscheidung selbst bestimmt haben, dass sie frei sein wollen, beziehungsweise dass sie zu Russland gehören wollen, das wird natürlich nicht gesagt. Aber sollte die Ukraine die Krim-Annexion anerkennen? So hat der RBB, und zwar aufgrund der Rede von Matthias Platzek, wo ich sagen muss, okay, Hut ab, mal ein Politiker, der zu Russland auch mal ein paar andere Sachen gesagt hat, als das, was die Regierung und die Mainstream-Medien uns immer weismachen wollen. Haben diese Umfrage dann eingestellt und 92% der Abstimmenden haben also für die Anerkennung der Krim zu Russland gestimmt. 92% der abstimmenden Bevölkerung. Und diese Seite wurde dann auch wieder vom Netz genommen. Also man merkt, sobald es nicht den Herrschenden hier im Lande passt, werden solche Umfragen einfach aus dem Netz genommen. Aber es ist trotzdem schön, wenn man sich mal solche Umfragen mal anschaut und mal ein bisschen verfolgt und sieht, dass wir nicht wenige sind, sondern dass wir immer mehr werden, auch wenn wir auch immer wieder auf Leute treffen, die vielleicht mal nicht zuhören wollen. Aber es sind immer mehr, die aufwachen, die Mainstream-Medien nicht lesen, die bei solchen Umfragen eben halt nicht mit der allgemeinen Mainstream-Meinung oder Regierungsmeinung konform gehen, sondern sich selbst im Kopf machen. Und das ist ermutigend, wie ich finde. Und das sollten wir auch für uns auch mal wirklich so sehen und einfach als Hoffnungsschimmer für uns nehmen. Aber das zeigt, dass man halt einfach
vorsichtig sein muss, dass man relativ schnell schauen muss, wenn solche Sachen sind. Ich mache mittlerweile immer direkt Screenshots, weil wer weiß, ob das Ding in 5 Minuten noch online ist. Und damit man das auch mal nachweisen kann, was da mal tatsächlich die Bevölkerung, das Volk dazu gesagt hat. Ja, was mir dann auch noch aufgefallen war, hier hatten wir ja schon mal die ein oder andere Rede gehabt in Richtung RFID-Chip. Und Schweden, die haben jetzt ganz was Tolles kreiert. Und zwar, Schlüssel sind lästig. Was liegt da näher, als sie durch einen Mikrochip zu ersetzen? Eine Schwedin hat sich die Technik in die Hand einpflanzen lassen. Damit ist sie nicht einmal alleine. Das heißt, das wird jetzt angeboten, das ist jetzt modern, das ist jetzt toll und schick, dass man also die Tür dann einfach mit seinem RFID-Chip halt aufmachen kann. Nur das sind so die ersten Gehversuche. Es wird den Menschen halt irgendwo schmackhaft gemacht, dass das was Tolles ist, dass das was Modernes ist. Und irgendwann kommt unser Zahlungssystem dazu. Und irgendwann müssen wir dann einfach aufpassen, was wir sagen, was wir tun, welche Gesinnung wir haben, dass man uns dann den Chip nicht irgendwann einfach abstellt. Aber es ist schon verrückt. Ich habe mal gehört, das läuft jetzt wohl schon länger, schon seit 1-2 Jahren in Frankreich. Da gibt es wohl eine VIP-Disco, wo man nur mit so einem RFID-Chip reinkommt. Das heißt also, wer VIP sein will, der muss sich so ein Ding verpflanzen lassen. Und damit macht man erstmal uns Menschen das Ganze salonfähig, sage ich mal. Und auch da sollten wir wirklich wachsam sein. Und vielleicht auch mal die Menschen, die sagen, ach, guck mal, toll, guck mal, das Ganze sowas hier für als Türschloss nehmen. Vielleicht auch mal ein bisschen darüber aufklären, was dann eventuell als nächstes kommen könnte. Ja, was ich dann noch so gelesen habe, in aller Stille, Niederlande holen Gold aus New York zurück. Wir haben es ja hier in den Medien schon öfters gehört, dass Deutschland eigentlich auch sein Gold zurückholen wollte. Mittlerweile hört man nichts mehr davon. Es hieß ja auch, man könnte nicht alles auf einmal zurückführen. Ich frage mich, warum, weil jetzt haben sie doch gerade von der Ukraine das Gold abgeholt, also hätten sie ja direkt hier rüberschiffen können. Und die Niederlande haben 122,5 Tonnen ihrer Goldbestände aus den USA schon zurückgeholt. Ein Sprecher der Notenbank der Niederlande sagt, dass es nicht sehr weise sei, die Hälfte der eigenen Goldbestände in New York zu lagern. Der Kalte Krieg sei schließlich vorbei. Die Goldbestände der Niederlande befanden sich bisher zu 51% in den USA und zu 20% in Kanada, zu 18% in Großbritannien und zu 11% nur im eigenen Land. Die internationale Lage haben sich seit dem Ende des Kalten Krieges geändert. Das ziehe neue Beurteilungen nach sich. Es ist nicht länger weise, die Hälfte unseres Goldbestandes an einem einzigen Ort der Welt zu lagern. Das war es vielleicht während des Kalten Krieges, aber jetzt nicht mehr, sagt der DNB-Sprecher der niederländischen Zeitung Telegraph. Und jetzt halt meine Frage, Deutschland, wann holen wir unsere Goldreserven zurück, falls sie überhaupt noch da sind? Es kam jetzt noch mal kurz eine Meldung, bevor ich losgefahren bin, von jemandem, den wir hier kennen und sehr schätzen, von unserem Marc Bartalamay, der ja zurzeit in der Ukraine ist als freier Berichterstatter. Und er hatte da gerade über Facebook halt geschrieben, Litauen möchte nun auch gerne letale Waffen an Kiew liefern. Wann beginnt wohl Deutschland damit? Ach halt, Deutschland hat ja bereits geliefert, vor nicht allzu langer Zeit 600 Hochpräzisions-Scharfschutzgewehre mit Schalldämpfer und natürlich deutscher Ausbildung im Rundum-Sorglas-Paket, gleich mit, die die ukrainische Einheit an diesen Waffen ausbilden. Und das war auch so ein Thema gestern bei Günther Jauch, da hieß es ja, die Waffenlieferung von Russland an die Ostukraine und Waffenlieferungen hier und Waffenlieferungen da. Aber dass Deutschland der drittgrößte Waffenlieferant ist weltweit, das wird nicht erzählt.
woher die Ukraine, die diesen Völkermord, in meinen Augen Völkermord begehen, wo die ihre Waffen her haben, das wird nicht gesagt. Und auch wo andere Regierungen ihre Waffen herbekommen, um teilweise auch wieder die eigene Bevölkerung zu bekämpfen, auch das wird nicht gesagt. Und wenn wir drittgrößter Waffenlieferant sind weltweit, dann sind wir auch mitschuldig an diesen Kriegen, die überall passieren, denn sie schießen mit deutschen Waffen. Und das wird nirgendwo gesagt, das wird nirgendwo erwähnt. Es sind immer nur die anderen. Gut, überwiegend jetzt momentan natürlich der Russe, ist ganz klar, Russe ist der Buhmann. Ich glaube nicht, dass Russland oder Putin, dass das der absolut beste Präsident ist. Ich glaube auch nicht, dass das, was in der Wirtschaft vor sich geht in Russland, dass das unbedingt das Allerbeste ist. Aber so wie wir ihn jetzt als Feindbild aufbauen, um ein Feindbild wieder zu haben, finde ich nicht in Ordnung und ich finde es gefährlich. Denn immerhin ist Russland eine Atommacht. Und auch wenn wir jetzt vielleicht im Moment keinen Krieg provozieren, was ist, wenn wir die Meinung der Russen vielleicht destabilisieren? Was ist, wenn die Putin abwählen? Wer kommt dann? Wer kommt dann eventuell an die Macht? Ist es jemand, der vielleicht wie in der Ukraine noch faschistisch oder überhaupt faschistisch ist? Kriegen wir dann vielleicht auch dort faschistische Zustände? Wissen wir das? Wissen wir dann, wer den Knopf für die Atomwaffen dann in der Hand hat, wenn Putin nicht mehr da ist? Das Einzige, was ich momentan sehe, ist, dass er sehr besonnen agiert. Und es gibt keine Nachweise, überhaupt keinen Nachweis, dass es irgendwie von Russland aus Waffenlieferungen in die Ukraine gibt. Es gibt immer nur wieder die Anfeindungen, dass es so ist, aber keinen einzigen Nachweis dazu. Und ich finde es, wie gesagt, nochmal, ich finde es gefährlich, was dort von Seiten unserer Regierung, was in diesen ganzen Talkshows abgezogen wird. Und ich bin absolut dagegen, dass so etwas weiter verbreitet wird oder verbreitet werden darf. Ja, das waren so die Eindrücke, es gab noch viel mehr, aber ich wollte jetzt hier nicht alles, das waren so die wichtigsten Sachen, die mir so aufgefallen waren. Und was ich jetzt noch dazu, eigentlich kann ich dazu nichts mehr sagen. Es wird halt zumindest immer schlimmer und es wird immer wichtiger, dass Menschen aufwachen. Und nicht nur hier montags auf der Mahnwache, sondern jeden Tag mit Leuten sprechen, was dort wirklich abgeht. Denn wenn die Menschen halt nur das schauen, was da in unserem komischen Fernsehkasten läuft oder was in den normalen Mainstream-Medien drinsteht, läuft die Propaganda voll daneben als das oder zu dem, was da wirklich abgeht.